Füßen. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Und hiermit herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 3. Und wir haben einiges vor uns heute. Wir haben hier noch eine Todaufgabe zu machen und in der letzten Folge haben wir ja diese kleine Basis hier uns einverleibt. Jetzt möchte ich aber mal kurz, bevor wir jetzt hier weitermachen, diese Tutorials ausschalten, weil inzwischen wissen wir ja, was geht. So, gehen wir mal hier zum Gameplay. Tutorials. Updates machen wir mal aus. So, zurück. Gut. Und zurück. So, aber was ich jetzt hier auf der Karte, das müssen wir mal gucken auf der Karte, wo ist unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel ist hier oben. Okay. Und was sehe ich hier? Wir haben hier Haie. Und das heißt, wir werden uns mal zwei Haie vorknöpfen, damit wir einen größeren Waffenrucksack bekommen. Und ich sehe da auch schon einen rumschwimmen. Und weil wir ja so ein mutiger Krieger sind, machen wir das mit dem Scharfschützengewehr. So. Ich hoffe, ich finde ihn. Da muss er doch irgendwo. Da liegt er. Ach du armer Hai. Ach du armer Hai. So. Jawohl, das haben wir. Und wir brauchen noch einen. Werden wir noch einen finden? Komm, noch ein Hai, bitte. Da vorne schwimmt einer. Ist aber ein bisschen weit weg. Werden wir ihn treffen? Ich glaube, wir haben ihn. So weit schwimmen, wenn es hier noch einen gibt. Und noch einen. Also gut, so viele brauchen wir gar nicht. Oh, ja, weg. Oh Gott. An Land. Das sind mir jetzt zu viele Haie. Wo ist er? Dieser kleine Bastard. Wo ist der Hai jetzt hin? Da schwimmt er. Passt auf seinen Kollegen auf, hä? So wie es aussieht. Können wir denn auch mit dem Messer hier unten? Sinn, ich muss den so irgendwie erwischen. Verdammt, wo ist der? Wo ist dieser kleine Hai? Sobald mir wieder zu seinem Kumpel schwimmt, da ist er. So, jetzt aber.
Alle gute Dinge sind drei, wie es so schön heißt. Ja toll, jetzt finde ich den anderen nicht mehr. Doch da irgendwo sein. Ja, sage mal. Das ist ja jetzt blöd. Wir haben doch von hier aus geschossen, in die Richtung. Da schwimmt noch einer. Also gut, komm. Und den merken wir uns jetzt. Der ist ja auch nicht so weit weg jetzt aber. So, und dann werden wir uns jetzt den Rucksack, den größeren Waffengurt herstellen. Da können wir ja 4 Waffen mitnehmen. Schildkröten. Können wir die auch töten? Klar, jetzt haben wir einen Panzer. Mal gucken, was wir mit dem Panzer anstellen können. Vielleicht später. Allzu gut. Was ist denn mit dir los? Schildkröte sehen. Oh, da hat's genügend. Ach, wieder so ein Dreckshai, ey. Leck mich doch am Dingsbums, ey. So. Gut, das war's jetzt erstmal. Jetzt haben wir 2 Schildkrötenpanzer. Haben wir was, wo wir damit herstellen können? Waffengurt wollen wir herstellen. So, was haben wir noch? Kasuarleder brauchen wir. Hier brauchen wir Leopard, brauchen wir gut. Was haben wir hier? Munitionsbeutel, Robuster, ein Büffelfell, Ziegenfell. Wir brauchen noch eine Ziege. Wir brauchen noch mehr Ziegen. 4 Ziegen brauchen wir. Müssen wir uns mal merken. 4 Ziegen. Noch ein Wildschwein. Und Dingo. Okay, was haben wir hier? Pfeilköcher. Und Tapir. Also 4 Ziegen. Und Kasua. Das ist jetzt, denke ich mal, steht mal bei uns ganz oben auf der Liste. So, dann tun wir mal unsere Munition auffüllen. Unser Schrott verkaufen. Also gut. Schildkrötenpanzer brauchen wir nicht. Naja, war aber ein Versuch wert, ne?
Gut, dann schauen wir jetzt mal, was wir für eine Todaufgabe hier haben. Die möchte ich gerne noch erledigen, bevor wir da weitergehen. Ein Pirat hat eine Farm übernommen, um Drogen anzupflanzen. Töte ihn mit einem Messer. Das machen wir. Und das ist hier. Wunderbar. Gut. Dann werden wir uns auf den Weg machen dahin und schauen, da standen doch Autos rum. Auto? Ich möchte ein Auto haben. Ich möchte jetzt nicht zu Fuß dahin gehen. Die Autos. Kein Auto da. Also gut, dann vielleicht kriegen wir ja unterwegs einen fahrbaren Untersatz. Es sind ja nur 180 Meter. Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Was kriegen wir für einen Fall? Ein Schweinsleder, also gut. Aber den hier möchte ich. Vielleicht ist es ja ein Dingo. Nee, war ein Hund. Naja, gut. Ja. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Ich meine, man kann das ja auch verkaufen. Ne? So, okay. Das war Zufall. Das war reiner Zufall. Auf jeden Fall haben wir da einen weg. Das ist unser Ziel. Hinter dir. So, das ist erledigt. Das war ja eine relativ einfache Angelegenheit. So, und hier liegt unser Kollege, wo man mit dem Scharfschützengewehr erledigt hatten. Und gucken wir mal da noch die Kiste. Ein Puppenkopf. Und wir haben wieder ein bisschen Kohle bekommen. Gut. Was ist denn mit dir eigentlich? Naja, schade. Vielleicht hätten wir das ja auch gebrauchen können. Ziege. Wir brauchen 4 Ziegen. Hallo Ziege,
Bleib mal stehen. Nicht runterkullern, nein. Oh. Warum machst denn du sowas? Ja, klar, egal. So, wo ist die Ziege? Da ist die Ziege. So, dann stellen wir mal den Granatenbeutel her. Hä? Doch vier Ziegen gebraucht. Hat der das jetzt automatisch hergestellt oder was? Hirschfell. Hirschfell. Der hat es automatisch hergestellt. Also gut, na, soll uns recht sein. Brauchen wir noch zwei Ziegen. Was bist denn du? Mich aber nicht an. Der wollte mich angreifen. Guck, der greift mich an. Seht ihr das? Und der auch hier. Na gut, ich... Was bist denn du, ein Schwein? So, wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns da noch die Kiste. Gut, also gut, was machen wir als nächstes? Ich habe gesehen, wir haben hier noch Pfad des Jägers Aufgabe. Die würde ich jetzt noch gerne machen, weil da haben wir nämlich Tapir und da könnte man nämlich das vielleicht auch machen. Das heißt, wir reisen jetzt mal nach Amanaki und da können wir auch da drüben die Vögel da machen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Ist ja auch egal. So, wir reisen auf jeden Fall mal nach Amanaki. Und machen mal schnell unsere Munition wieder voll. Ich weiß, brauchen wir auch wieder. Ne, wir haben noch Körperpanzer, aber wir verkaufen mal Zeug. Okay, zurück. Zurück. Ich möchte hier eigentlich zur Tür raus. Was ist denn mit dir, Kollege? Du hast uns auch einen Auftrag? Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen... sich umbringen. Sie sind jung, närrisch.
Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadja, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharrock. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Ja, selbstverständlich können wir das machen. So. Finde Nadja und ihren Liebhaber. Machen wir das mal. Mal gucken, wo uns... Ja gut, wir wollten eh dahin. Ich glaube, dieses Viech brauchen wir sowieso. Also gut. Ah, wir haben noch ein paar Minütchen. Dann laufen wir doch mal dahin. Das sind 170 Meter. Das ist ja jetzt nicht so weit. Gucken wir, dass wir ihren Liebhaber davon abhalten, dass sie sich gegenseitig umbringen. Eieiei, ich höre schon, da ist Trappel im Busch. Befreie das Gebiet von aggressiven Tieren, okay. Ja, da behalten wir unsere Revolver mal in der Hand. Und gucken doch mal, was wir hier tun. Ich höre schon, ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Oh. Aber viele, ne? Komodo-Warane. Ich hasse Komodo-Warane. So, jetzt zu dir. So, die haben wir mal. Ich nehme mal das Leder auf jeden Fall mit. Schade, dass man das nicht stacken kann. Wer weiß, für was wir das doch gebrauchen können. So, wir müssen zur Nadja. Müssen wir zurück oder wie oder was? Da ist er. Eieieiei. Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. So. Die Julia haben ja gerettet. Wir müssen immer noch zu Medusa, ich weiß, aber ich habe auch noch vor, so ein Tier zu erlegen. Oder zwei. Das machen wir noch in dieser Folge. Ich hoffe mal, dass die Komodo-Warane jetzt genug haben von uns. So, mitnehmen.
Bist du ein Wildschwein? Asiatischer Tapir. Wenn man vom Teufel spricht, ich möchte aber noch einen. Der hat uns von hinten angerempelt. Hier, was haben wir denn da? Na, guck an. Nicht weglaufen. Ich weiß, es ist nicht die feine englische Art, dazu, ja, wir kriegen zu jagen ein Dingo, aber wir können es. Brieftaschen. Kasualeder. Ja, das ist unsere nächste Aufgabe. Kasualeder. Aber das Kasualeder, das holen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen und hier an dieser Stelle werden wir die Folge mal beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.